Hey ho, mein Lieben, schön, dass ihr einschaltet bei unserer neuen Witch Doctor Folge. Season Mode, Season 3 übrigens. Und ja, macht Sinn, ne? Season 2 vorbei, Season 1 vorbei, jetzt sind wir auf Season 3. Und ich habe mir echt überlegt, für euch, für uns alle, für mich selber auch, dass wir jetzt hier mit jeder Season, die kommen wird, einen Charakter hochziehen werden. Komplett von vorne, von Nackedai bis High-End-Char. Wird natürlich in jeder Season dann ein anderer sein. Und das Ganze werde ich auch von euch bestimmen lassen. Das heißt, ihr dürft dann entscheiden, welchen Char wir dann in der kommenden Season hochziehen werden. Dazu gibt es dann natürlich eine kleine Umfrage. Also auch da nochmal gibt es eine ganz kurze Info dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Bloß mal kurz vorab. Das heißt, ich habe da echt eigentlich sehr, sehr großes Interesse dran, weil man echt wieder von Null anfängt und da sich wieder was aufbauen kann, was man bei Diablo im Normal-Mode schon hat. Da bringt das Spiel einfach auch wieder einen unglaublichen Reiz mit sich. Und das Ganze wollen wir natürlich auch hier testen. So, wir haben jetzt hier noch unseren Witch Doctor und Sechsten Doktor, den wir noch ein bisschen ja, weiterbringen wollen. Wir haben jetzt hier, ich gucke gerade mal rein. Okay, hier haben wir Jerams Maske. Da fehlt der Crit drauf, sehe ich gerade. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen Crit draufrollen, hoffentlich, vielleicht, maybe. Schauen wir mal. Können wir rollen? Ja, dreimal, das ist super. Jetzt noch Crit draufkriegen, das wäre natürlich noch umso schöner. 2 und 3. 4,5 ist okay, erstmal für den Anfang reicht das. So, ich habe mir überlegt, wir werden jetzt auch hier erstmal ein klein wenig griften. Wir fangen hier bei 1 an. Weil ich hoffe mir eigentlich, dass wir hier ein bisschen durchrushen werden und da natürlich auch ein bisschen mehr Loot finden werden. So, ich wollte mal ganz schnell in die Truhe gucken, was wir noch so liegen haben. Hier haben wir noch Sonnenhüter liegen, die wollte ich noch aufheben. Das war für Zauberer. Zauberer, größtenteils als Zauberer hier, weil ich natürlich viel mit dem Zauberer gefarmt habe. Aber an sich, ich überlege gerade, warte mal. Schmelzofen, macht das Sinn? Ich weiß nicht, aber hier, da haben wir nur den einen drin, ne? Sehe ich gerade. Vom Suni-Set, wie viele Teile hatten wir denn da? Muss ich mal ganz kurz gucken. 1, okay. 1. Damit können wir noch nicht so viel anfangen. Fokus, Zurückhaltung sollten wir vielleicht noch mit reinsetzen. Könnte man mal probieren. Was haben wir denn jetzt drin? Jetzt haben wir hier einmal Ring des kleinen Mannes. Ne, ich lasse dies drin. Ich lasse das drin. Wir stürzen uns einfach mal jetzt drauf los hier. In der Hoffnung, dass wir ein bisschen was finden. Wir starten natürlich mit der 1. Nach unserer altbekannten Griff-Methode 1, 11, 21, 31. Auch ja, da habe ich einen Guide gemacht, beziehungsweise ist gerade noch dabei. Und der wird natürlich auch noch kommen. Komm hier. Also 1 sollte hier eigentlich kein Problem darstellen. Denke ich zumindest. Außer wir haben zu wenig Gegner da. Das wäre ja fatal. Oh, komm mit. Boah, hier kann ich einfach reinklotzen, denke ich. Oh, zack, zack, zack. Nicht verzagen, weiter hauen hier. Power Leveling. 2 Plätze frei. Rift Keys müssen vorhanden sein, alles klar. Nee, Power Leveling brauchen wir nicht. Das machen wir alles alleine. Beziehungsweise ich werde nochmal in einer oder anderen Folge mir eine schöne Gruppe zusammensuchen. So ein bisschen Loot Sharing betreiben kann, aber derzeit. Lassen wir das erstmal so vom Modell her. Finde ich eigentlich ganz angenehm, muss ich gestehen. Und die machen alles für mich, das ist super. Gerade übrigens gelesen, Microsoft wird Windows 10, ne? Bleibt das letzte Windows, was es geben wird. Bin mal gespannt, ob das so bleiben wird. Also das heißt, klar, die entwickeln das weiter. Aber Windows 10 wird die Basisversion bleiben und darauf werden dann bloß Updates gespielt. Das heißt, Windows 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20 wird es nicht geben. Die 21 vermutlich auch nicht. Nein, also die werden zukünftig da wohl komplett drauf basieren, dass man mit Windows 10 arbeitet. Und ich bin echt mal gespannt, was da draus wird, ne? Was ich cool finden würde, mal so meinerseits ein bisschen rumgesponnen, ist, wenn man sich das Windows ein bisschen selbst zusammenbasteln könnte. Das heißt, dass sie zum Beispiel Pakete zusammenstellen, weißt du, und dann, dass man das ein bisschen manualisieren kann. Das heißt, dass man selbst zusammensuchen kann, okay, das Update will ich haben, kann man, ja klar, man kann die Updates jetzt selbst installieren, das sind ja meist nur Sicherheitsupdates, die braucht man ja. Aber ich meine jetzt Feature-Updates, wie zum Beispiel ein Update, also so ein Pack, weißt du, so ein, ich nenne es einfach mal Service-Pack, was speziell für Gamer ist, oder ein Service-Pack, was speziell für Office-Bereich ist, ein Service-Pack, was speziell zur Programmierung ist und so weiter und so fort, also verschiedene kleine Pakete. Und die haben mir gesagt, wenn mir die ganz stark irre, Windows 10 soll kostenlos bleiben, ne, oder werden. Das wäre doch eine super Alternative für Microsoft, wenn die da das Ganze dann mit Kosten verbinden würden. Das heißt, oh, ganz kurz hier den Typen weghauen. Das ging fix. Oh, wow, Alter, 2 Legendaries, sauber. Ach, ein Edelstein war dabei, okay. Aber immerhin, 2 Legendaries. Nee, und dass sie dann für so ein Paket, weißt du, was weiß ich, da 40, 50 Dollar verlangen, als Beispiel.
Das wäre doch eine super Sache, finde ich persönlich. Was haben wir hier für einen Stein? Keine Ahnung. Danke, David. So, der erste Griff geschafft hier. Yay! Haben wir denn überhaupt... Ist das unser erster? Ich weiß gar nicht. Ach nee, ach guck mal, der nimmt ja den Standard von dem Zauberer an. Stimmt. Ich vergaß. So. Kurz bedanken. Höflichkeit sollte immer da sein. So. Ja, also das würde ich schon sehr, sehr cool finden irgendwie. Das wäre auch mal so... Ja, was Neues, ne? Also ich glaube, das hat bisher noch keiner. Also, zumindest wüsste ich jetzt nicht Mac... Beziehungsweise, ja, Mac auf keinen Fall. Ja, so ein bisschen diktatorisch unterwegs. Linux, klar, kann man sich viel individualisieren, aber muss man alles selber machen. Das ist nicht als Paket zusammengeschnitten. Sondern muss man, wie gesagt, selbst handeln. So ähnlich sieht es ja auch bei Windows dann aus. Aber so als richtig komplette Bundles, wüsste ich jetzt nicht. Aber hätte durchaus Stil, wie ich finde. So, ja, das Schwimmen gibt es nächste Woche erst wieder. Diese Woche bin ich echt sehr, sehr, sehr streng eingespannt. Da bei uns auf Arbeit die Hölle los ist und wenig Leute und ach, da müssen wir immer ein bisschen mehr arbeiten. Nee, daher leider diese Woche, ich glaube, einmal gestreamt haben wir diese Woche nur. Habe gesagt, ich würde das ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr streamen. Aber da muss ich natürlich immer gucken, wie das aussieht. Ich darf natürlich hier mein Real Life nicht vernachlässigen. Ganz, ganz wichtig, denn, ja, geht ja nur mal vor. Die Arbeit, für die ich bezahlt werde. So, nee, also das ist, wie gesagt, so eine Sache. Wäre ich offen für, wenn Microsoft sowas machen würde. Muss ich echt gestehen. Würde ich auch cool finden, also echt verdammt cool. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das machen würdet oder wie ihr das sehen würdet. Würdet ihr für sowas Geld ausgeben? Also für so Bundles, weißt du, was weiß ich. Als Beispiel, bloß mal jetzt so zusammengesponnen, Microsoft macht eine Basisversion von Windows 10 und dazu gibt es dann eine Gamer-Version für Windows 10, die man updaten kann. Das Update ist halt zum Beispiel 3 GB groß und dafür wird dann zum Beispiel Dienste eingeschränkt, die man weniger braucht, Office-bereichmäßig oder es werden mehr Ressourcen bereitgelegt für Drittanbieter, für ja, Spiele. Ja, Spiele bzw. eine Liste von Spielen, sodass andere Dienste dann von Windows selber weniger... ja, favorisiert bzw. ressourcenlastig ins Gewicht fallen. Und das dann alles seitens Windows, ne? Das kann man ja natürlich jetzt bewerkstelligen mit ein paar Mausklicks bzw. dann selbst mit Drittprogrammen, mit irgendwelchen Tools. Aber das Ganze dann von Windows direkt würde ich eigentlich schon sehr cool finden, muss ich gestehen. Aber könnt ihr mal schreiben, wie ihr das seht. Oder für den Office-Bereich, ne? Direkt hier E-Mail-Programme dabei, klar hat man jetzt auch. Aber einfach da ein bisschen mehr, ja, in die Richtung hinarbeitend. Windows Office direkt dabei, hier Word und schieß mich tot. Wäre schon ganz cool und wäre auch eine Finanzierung für Windows, wie ich persönlich finde. Aber gut, ich weiß nicht, was sie da genau geplant haben, wie sie Windows finanzieren wollen, wenn es denn kostenlos wird. Ob man da die Updates dann kaufen muss, ich weiß es nicht. Habe ich mich noch nicht drüber informiert. Ich bin nur noch ganz brav auf Windows 7 unterwegs. Windows 8 habe ich mir gar nicht erst angetan wegen der Oberfläche. Ich weiß, also ich kenne viele, viele Leute, die sagen, die haben gesagt, okay, ist scheiße. Aber im Endeffekt hat es doch überzeugt. Aber ich bleibe bei Windows 7. Also es ist einfach so, weißt du, so als wie alle, die auf Windows XP geblieben sind. Ne? Bis dann kam Windows Vista raus, da haben auch alle gesagt, boah, nee, den Scheiß ziehe ich mir nicht. Ich war übrigens auch einer davon. Bin dann erst von Windows XP auf Windows 7 umgestiegen. Weil ich wusste, jupp, okay, das ist ähnlich wie Windows XP, es ist sicher, da wartet man halt einfach das Feedback ab von den ganzen Leuten, die das benutzen. Wenn dann viele sagen, jo, ist okay, dann wagt man irgendwann mal den Schritt. Nicht zuletzt hat ja Windows auch ein bisschen in diese Richtung gedrängt. Die haben ja dann den Windows XP Support eingestellt. Da sind die Leute, nicht die Privatanwender, sondern vielmehr die ja, ganzen Firmen, sind ja dann darauf angewiesen, dass sie auf Windows 7 oder höher umsteigen müssen. Weil die einfach keine Sicherheitsupdates mehr bekommen. Und das ist einer Firma natürlich fatal. Also, wenn du da so eine veraltete Windows-Version liegen hast, die Sicherheitslücken en masse hat, ist mal ganz schnell deine, ja, deine Firmenstruktur offengelegt. Mit allen sensiblen Daten, Kundendaten und so weiter und so fort. Und das ist natürlich da ganz, ganz fatal. Das bedeutet eigentlich in der Regel immer sofort den Ruin für, ja, die besagte oder die betroffene Firma. Und damit schubt Microsoft eigentlich wirklich, ein bisschen, was heißt ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern die schmeißen einfach die Firmen in so einen Abgrund, dass sie es kaufen müssen. Weil, oh, nice. Weil kein Chef würde sowas, ja, in Kauf nehmen, sage ich mal. So, was haben wir denn hier? Boah, schaffen wir die 21? Wir probieren es einfach mal. Jetzt haben wir auch hier Steinchen und ein Black Thorns. Ja,
Blackthorns Gürtelchen. Okay. Was auch fehlt, irgendwie mal sowas komplett Neues auf dem Betriebssystem macht, ne, wie ich finde. Also, es hat sich jetzt etabliert, Linux und Microsoft. Klar, jetzt hier noch die ganze Mac-Zeug. Wer ist überhaupt das Betriebssystem von Mac? Heißt das Mac? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie das iOS, heißt das so? Ich weiß es nicht. Ich höre immer nur darüber, aber ich bin ja selbst ein Microsoft-Android-Jünger. Das heißt, nur das kommt mir auf die Geräte. Aber gut, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich hab mich für das entschieden. Und bleibt da auch dabei, ganz, ja, ist ganz einfach eigentlich. Haben wir Level abgehabt? Nee. Das muss, wie gesagt, jeder für sich selbst entscheiden. So, bekommen wir gar keine Seelen bei den Dreckvieh, ne? Sehe ich gerade mal so. Scheiße. Oh, 20er Grift. Kein 21er, dann waren wir zu langsam hier. Zu viel quatscht mal wieder. Nun gut. Erstmal nachbuffen wir. Ja. Boah, das wird natürlich jetzt hier schon ein bisschen schwieriger. Aber sollte eigentlich kein Problem sein. Hier müssen wir natürlich jetzt ein bisschen mit mehr Skill arbeiten. Das heißt, ein bisschen ja, strategischer herangehen. Aber eigentlich sollten wir auch das hier schaffen. Nein! Okay, tot. Zähigkeit für den Arsch. So, komm. Jetzt kann ich gerade nicht nachbuffen. Das ist das Problem an der Sache. Scheiße. Komm, komm, komm. Komm hier, nimm meine Geister. Die Geister, die ich rief. Oh, oh. Das ist doof auf der Brücke. Da sieht man die Eiskugeln nicht. Weil die diesen Kranz nicht um sich herum erzeugen. So, Koloss mit rein. Wie ich ihn liebevoll nenne, Golos. Hier kommt Gurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Also, Betriebssystem. Ach, abgeschwitten. Sorry. Nee, das gibt es ja wirklich. Also, mir fallen gerade spontan nur drei Betriebssysteme ein. Wie gesagt, Linux, Windows und Mac. Die sich etabliert haben, die es auch wirklich nur gibt. Ne? Also, andere, klar, ich. Boah, ich habe mal vor, keine Ahnung, 10 Jahren gesehen, so ein Betriebssystem, beziehungsweise auf so einem Teleshopping-Kanal ein Betriebssystem, was ich noch nie gehört habe, ne? Was die angepriesen haben mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Man kommt schnell von A nach B und schießt mich tot und wo der einfach nur denkst, boah, das Ganze hat doch Windows auch schon. Also es ist aber auch schwer, sage ich mal, das Ganze besser zu machen, ne? Gerade weil man da so einen gewissen Standard gewöhnt ist, man kann jetzt natürlich 1000 neue Ideen ausprobieren, aber es würde sich einfach nie durchsetzen, weil die Leute sind es so gewöhnt. Ist auch ganz schwierig, wenn ich jetzt auf Linux umsteigen würde. Klar, es ist, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, einfach. Aber der Anfang ist halt wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Man muss sich wirklich damit auseinandersetzen. Und das ist halt so ein Ding, was viele nicht wollen. Was viele nicht können und was viele nicht wollen. Oh, das war ein Doppelpack, so wie es aussieht. Zack, zack, zack. Oh, kann gerade nicht nachbuffen. Scheiße. Hm, geh mal hier oben lang. Bei der Sackkasse, ne? Genau. Also auch da wüsste ich persönlich nicht, was man da besser machen könnte. Einfach weil man das gewohnt ist. Man ist ja so aufgewachsen mit Windows, ne? Man ist ja, man wurde ja reingelebt sozusagen. Dementsprechend wüsste ich da gar nicht, was ich da besser machen könnte, aber gut. Ist ja auch nicht mein Job. Aber bloß noch ein kleiner Gedankengang meinerseits. Vielleicht hast du ja eine Idee und sagst hier, ey, guck mal, wenn es das geben würde, wäre das saugeil. Würde Microsoft doch Milliarden schwerer machen. Meld dann am besten gleich direkt Patent drauf an. Microsoft liest mit. Oder Google. Achso, ja, ich wollte gerade sagen, warum gibt es von Google kein Betriebssystem? Gibt es ja Android. Total vergessen. Das Google-eigene Betriebssystem ist Android. Für Handys, für Smartphones. Weil ich mich da gerade frage, gibt es das eigentlich auch für Desktop? Android für Desktop? Wüsste ich gar nicht. Das ist ein reines Smartphone-Betriebssystem, oder? Also, okay, für Tablet gibt es das auch. Ganz klar, aber ist ja ähnlich wie ein Smartphone. Beziehungsweise von der Bediensteuerung genauso. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was es da noch geben könnte. Nokia hat ja auch Windows, wenn ich mich nicht ganz stark irre. Was gibt's da noch? Also die haben ein Windows Phone. Mehr wüsste ich nicht. Ja. Gibt's schon wirklich nur so 3, 4 ja, große, die da mitmischen. Die sich da auch was aufgebaut haben. Naja, gut. Lassen wir das dabei. Ich bin mal gespannt, was mit Windows 10 passiert und was da rauskommen wird. Und werde es mir auf jeden Fall auch zulegen, denke ich. Also sah schon sehr vielversprechend aus. Sie sind ja endlich von dieser Retro-Oberfläche weggekommen. Was ja mal Zeit wurde. Und von daher
Mal gucken, wann da die selbe Version rauskommt. So. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Und dann bin ich mal gespannt, was wir hier beim... Ja, beim netten, freundlichen Guardian bekommen. Ob wir den überhaupt schaffen werden. Bis gleich, Leute.